Servus Leute, willkommen zurück zu Hyperdimension Neptunia Reaper 3 Regeneration mit meiner Ansammlung an Frauen. Jedenfalls habe ich jetzt genug gesammelt, damit ich das in der Gilde abgeben kann. Ja, wie man sieht. Ja, kann es ja nochmal annehmen. Ein harter Arbeitstag ist am Ende. Gute Arbeit da draußen, ihr zwei. Hurra für die harte Arbeit. Mein Hintergedanke sagt mir, dass die Arbeit nicht wirklich die einer CPU wert war. Ja, gewöhnliche Jobs zu machen, erhöht die, ja, Shares ist der Glaube an die CPU, so viel habe ich schon verstanden. Das stimmt, die meisten ordinären Zivilisten oder Stadtbewohner nehmen eine Quest an, um ein bisschen Geld zu verdienen. I don't know how. Also ich weiß nicht, wie irgendeine Art von Arbeit. Das. Moment. I don't know how to do any kind of work except for this. Also. Achso, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendeine andere Arbeit als das hier machen könnte. Also. Das ist schon okay. Du bist immer noch Roy in der Rolle der CPU. Hehehe, also. Bist du nett zu mir? Aber du musst kompetenter werden. Andernfalls werden die Leute anfangen, an deinen Fähigkeiten zu zweifeln. Ich nehme es zurück. Du bist immer noch sehr strikt. Entschuldigt mich, Ladies. Was? Also Verzeihung, Ladies. Ist eine CPU etwas, das du werden willst? Du bist nicht als eine geboren? Was? Natürlich nicht. Ich wollte eigentlich selbst eine CPU werden, aber... Siehst du, eines Tages werde ich die CPU meiner eigenen Nation und das... Diese hier... This one... A candle to it. A candle ist eine Kerze, Mann. Aber dieser hier wird keine Kerze hierfür halten? Was meinen Sie denn damit? Entweder übersetze ich es gerade falsch oder ist es irgendwie eine Aussage, die ich nicht verstehe. Na, ich lasse es mal. Also Candle ist eine Kerze, soweit ich weiß. Hooray! Also wahrscheinlich will sie nicht hier bleiben. Du schaffst es nur! Du solltest zumindest sagen, dass du mich nicht verlierst. Deine größte Rivalin. Sonst gäbe es ja keine Competition, ja, keine, also wenn zwei Firmen quasi konkurrieren, dann will die eine immer besser sein als der andere. Das ist Competition. Also so ein Ehrgeiz, so ein Wettkampf. Was mich daran erinnert... Wir haben sie doch heute noch gar nicht gesehen. Sie hatte viel zu tun mit Shopping. Sag mir jetzt nicht, ihr meint, wie heißt die andere DLC-Figur da nochmal? Pesci? Wow, hey! Zu viel Objekte springen gerade rum. Es ist so... Also, du wirst... du wirst eine CPU werden? Ist das nicht schlecht für, wenn irgendjemand eine werden will? Es ist nicht einfach. Also ist es kein Problem. Ernsthaft, was ist los mit dir? Das ist Basisstandardwissen. Es ist aber nicht mein Basisstandardwissen. Ich, Neptunia und alle anderen wurden als CPUs geboren.
Du bist als eine geboren? Wow, das ist so... Neat, schon wieder neat. Cool, geil, was auch immer. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufhören, dem Mädchen da alles zu glauben. Also was sie sagt. Mann, das ist so verrückt. Es ist fast so, als ob ich wirklich in eine andere Welt gefallen wäre. Ich meine es ernst, wirklich. Wie wird man eine CPU? Kommt was Gutes dabei raus? Ich kann nicht glauben, dass du so arrogant bist. I kind of pity you. Was heißt denn pity? Ich beneide dich? Oder ich habe Mitleid mit dir? Mitleid, ja. Ein bisschen bemitleide ich dich schon. Was auch immer. Es ist nervig, aber ich werde es dir erklären. Yay! Ich bin nicht gerade begeistert davon, wie du es gerade ausgedrückt hast, aber na, leg los. Zuerst brauchst du eine CPU-Memory, also Erinnerung, welche im Innern eines Memory-Cores gefunden wird. Ein Core ist eine Schachtel, glaube ich. Oh, wie ein Klassenänderungsgegenstand. Also Class Change Item. Irgendwie ein ziemlich langweiliger Name, denkst du nicht? Sind sie, ja, Rare Drops, also ob man sie selten finden kann? Ziemlich selten sogar. Also mehr als selten. Legendär. Nur einige wenige Memory Cores existieren. Und die einzigen CPU-Memories, die produziert wurden, sind nur ein paar. Nur alle paar Jahrhunderte mal. Also einer. Jahrhunderte? Eine ziemlich üble Respawn-Zeit. Nur MMO. Ich weiß schon, was sie meint. Nur Leute, die bei MMO, also RPGs oder was auch immer hier. Campen, also sprich, darauf warten. Wie soll ich denn das jetzt ausdrücken? Ich weiß, was sie meint. Also es gibt ja so Camper, die hocken die ganze Zeit nur an einer Stelle und warten, bis das, was passieren soll, eben passiert. Das meint sie eben. Ja, die hocken da ja Wochen dran. Der Intervall ist immer noch zufällig. Also ist es nicht so, dass du die Uhr danach stellen kannst, wann das nächste auftaucht. Wenn du wirklich eines willst, dann denke ich, musst du auch dafür campen, wie du sagtest. Aber Konkurrenz heißt das, glaube ich, das deutsche Wort. Aber Konkurrenz ist eine Art von Licht. Und es gibt eine... Ja, Memory Core. Memory... Schachtel? Nee, Hülle? Ich glaube, Core heißt Hülle. Ich gucke jetzt trotzdem mal, weil ich mir nicht sicher bin. Ja, ich weiß, mein Übersetzer ist bei solchen Spielen das Treueste, was ich habe. Nee, nicht A, O. Achso, Kern. Ja, okay. Memory Kern ist hier nahe. Ich verstehe. Also hängst du die ganze Zeit bei der CPU-Memory rum, Pluti? Mann, ich dachte schon, da wäre ein Swashbuckling. Also ich wette, da gab es eine... Swashbuckling-Fantasie. Sorry, ich kann es überhaupt nicht übersetzen. Irgendeine Fantasie gab's da. Tut mir leid, dass ich so schlecht bin. Niemand kämpft darüber. Also, deswegen. Es wird gesagt, dass da viele Leute sind, die nach einem suchen. Ich bin über meinen gestolpert, als ich
ein liebliches Picknick gemacht habe. Das war so einfach. Ich verstehe es nicht. Fahr fort mit den Erklärungen. Nun, das Wetter war wirklich schön an diesem Tag und ich habe beschlossen, meinen Korb an einem Fluss zu öffnen. Mann, sorry. Oh. Oh, mein Hals, tut mir leid. Oh, hör auf jetzt! Erinnere mich nicht an diesen Tag. Der schiere Terror, den ich fühle, als Plutia das erste Mal ihre HDD aktiviert hat. Ja, ich weiß ganz, ganz genau, was für eine HDD-Form sie hat, deswegen. Terror, sagst du? Vergiss es. Zurück zum Thema. Du brauchst dieses Ding, um eine CPU zu werden, aber das bedeutet nicht, dass jeder eine CPU werden kann. Nur Personen, die mit gewissen Qualitäten geboren wurden, sind dazu in der Lage. Also, wenn es dir an diesem fehlt... Ja, ja. Und wenn ich es versuche? Ich meine, es ist eine alte... Ja, Fairy Tale ist eine Geschichte. Eine Legende. Also, nee, Fairy Tale, Märchen, genau. Es gibt auch ein Anime, der Fairy Tale heißt. Ich meine, es ist ein altes Märchen. Aber es wird gesagt, dass man sich dadurch in ein schreckenerregendes Monster verwandelt. Klingt erschreckend. Ach, was soll's. Wenn es so selten ist, an so ein Ding zu gelangen. Und wenn es wirklich jeder machen könnte, dann würde das bedeuten, dass hier überall schreckenerregende Monster rumrennen würden. Das wäre ein ziemlich großes Risiko. Dann müssen nur richtig tapfere Leute CPUs werden wollen, Pluty. Achso, nee, du hast ja ziemlich tapfere Eigenschaften oder... Jedenfalls, du hast quasi Eier dazu, eine CPU werden zu wollen, Pluty, oder eine CPU zu sein, so viel mehr. Oh, ich wollte es nicht wirklich. Ich hab's aufgehoben und dachte, es wäre ein Reisball, also habe ich's gegessen. Ich sagte, erinnere mich nicht daran. Es ist ein Risiko. Aber ich denke, es gibt da noch mehr als nur eine CPU zu werden. Zuallererst musst du gehen und deine eigene Nation finden. Hä, also die CPUs machen die Nationen? Nicht andersrum? Oh, ich weiß, was du meinst. Achso, gab's das Hühnchen zuerst oder das Ei, richtig? Wenn man so betrachtet, gab's das Ei zuerst, weil... Echsen, Eier, Dinosaurier, Ja, so in der Art, aber wie auch immer. Was gab's zuerst? Im Endeffekt ist ja alles dasselbe, hä? Oder egal, was zuerst kam. Ich will eure philosophischen Meinungen nicht unterbrechen, aber ich rede ja immer noch. Zweitens, du musst göttliche Kräfte erlangen und mit diesen Kräften wirst du die Menschheit beschützen und leiten. Wenn du einen guten Job machst, werden Leute ihren Glauben in dich legen und das wird deine Kräfte nur noch weiter erhöhen. Siehst du, das ist genau das, was ich auch über eine CPU weiß. Für die längste Zeit, da gab es nur eine CPU in der Existenz, die über eine Nation geherrscht hat. Es ist immer noch in Ordnung, an diese zu glauben, aber viele sträuben sich dagegen und haben keinen Glauben in diese CPU. Leben außerhalb ihrer Nation. Außerhalb ihres Schutzes quasi. Kann schon
ein ziemlich hartes Pflaster sein. Deswegen will ich auch eine CPU werden, um genau diesen Leuten eine neue Nation zu geben. Und dass sie dann in mich glauben. Oder dass sie an die Nation glauben können. Das ist genau der Typ von Motivation, die Klassenpräsidentin Noah auch halten würde. Du bist so cool, Noah. Aber dann Blutia hat mich darin geschlagen. Und sie hat nicht mal versucht, eine CPU zu werden. Oh, ich entschuldige mich wirklich dafür. Achso, ich habe mich dafür schon eine Gajillion Mal entschuldigt. Das Wort gibt's nicht. Ich sehe. Ich denke, ich habe zumindest die Hälfte davon verstanden. Danke. Aber ist das, wie es hier so ist? Ich denke, ich muss hier keine CPU werden. Ein bisschen frustrierend, dass ich meine Form nicht ändern kann, aber es ist ja auch keine große Sache. Außerdem, wenn ich eine CPU werden würde, dann bedeutet das, dann hätte ich nur, dass ich nur noch mehr Arbeit hätte. Ich habe schon... I'm tired. Achso, ich bin schon müde wegen diesem ganzen erzwungenen Labor. Du musst dich beeilen und eine CPU werden. Ich würde mich... Achso, ja, ich würde mich... Es wird mich umbringen, wenn ich in eine alte Hexe... Wenn ich eine alte Hexe werden würde und Plutia wäre immer noch so jung. Also sie muss sich beeilen und eine CPU werden, genau. Heißt das, CPUs leben ewig? Nee. Ah, du bist schon in Ordnung. Du wärst eine süße alte Lady, Noah. Noah! Ältestenedition. Ich würde echt zahlen, das sehen zu können. Spinster. Heißt zwar nicht Ältester, aber wahrscheinlich was Ähnliches. Aber ernsthaft. Ich wette, du wärst süß. Du würdest wahrscheinlich so ein... Floral. Mumus. Achso, wahrscheinlich so... Ja, so alte Klamotten tragen und so nach dem Motto, ja, damals war das Leben besser! Sowas vortragen. Stop the press. Hey, stopp die Pressen! Was? Schrei doch nicht so! Noah, du wirst älter? Ich meine, warum? Was meinst du mit warum? So funktioniert das Konzept der Zeitarbeit. Was meinst du denn damit? Achso, was denkst du, was ich bin? Nein, aber ich meine, Pluti bleibt doch immer so, wie sie ist. Ich bin ja auch eine CPU jetzt. Also werde ich immer so bleiben, wie ich jetzt bin. Oh, oh, wartet mal. Also, wenn man keine CPU wird, also wenn ich hier keine CPU bin, dann werde ich alt und auch alt und schrumpelig, richtig? Ja, das ist nun mal, wie das Konzept der Zeitarbeit funktioniert. Oh, meine Augen. Neppy, du wurdest weit weg von den... Also, du wurdest weit weg von Büchern und Sprache geboren? Nein, das ist nicht alles. Ich will jung und niedlich bleiben. Aber mich selbst als... Ja, als sexy und... ausgestopft. Basti. Also, hier. Mit dickerem Vorbau und so. Werden zu lassen wäre natürlich auch nicht schlecht. Trotzdem. Ich bekomme ja all diese Sexiness, wenn ich mich verwandle. Und wer braucht schon eine alte Hexe mit in der Partie? Ich habe keine Ahnung, worüber du da redest. Warum schenke ich deinen wahnsinnigen Geschwätz überhaupt Aufmerksamkeit?
Achso, nee, wie soll ich dem antworten? Es ist geregelt. Ich werde eine CPU werden. Mal wieder. Achso, für die... Ja, für die 240 Millionen Mitglieder des SnapNap-Fanclubs. Ja, weil ich eben meine aktuelle Figur behalten will. So in der Art. Oh, Spaß. Du wirst auch eine CPU werden? Wenn es bloß so einfach wäre. Ich wäre schon fast eine, weißt du? Ich habe keine Ahnung. Achso, du hast keine Ahnung, wie schwierig es ist, so eine zu finden. Also, basisch gesehen, also basically, wenn ich so ein Memory-Ding finde, dann ist alles geklärt, richtig? Und dann bekommst du ja auch eins, Noah. Entschuldige? Ja, wie bist du darauf gekommen, das zu entscheiden? Mann, Kumpel, komm schon. Hauptcharaktere haben immer die Priorität. Ich meine, selbst wenn du eine CPU werden würdest, dann wärst du ja nicht, trotzdem nicht so populär. Deswegen, Nep wird das klären. Oder so. Oh Mann, meine englische Sprache ist echt unter aller Sau. Aber ich übersetze mal so frei Schnauze, weil, naja, den Großteil der Story verstehe ich eh. Was auch immer. Ich weiß, ich bin sowieso viel beliebter als du. Ich werde meinen Gegenstand nicht an dich geben. Hehehe, ich hoffe, wir alle drei können CPUs werden. Neues Gebiet? Nee. Ja, meine ganzen Leute. Ich hab so gut wie nix. Ah. Ja, ich hab so einen Halo-Ring. Die habe ich schon alle gesammelt, ich weiß. Okay. Hier ist die Musik. Als ob Word hier irgendwo in der Gegend wäre. Hä? Hey, Noah! Was? So still wie immer, wie ich höre. Kälter als die kälteste Kälte, wie auch immer. Oh, mein Knie, diese Augen! Ja, funkel. Twinkle, little star. Ich weiß leider nicht, wie das Lied geht. How are you look so far oder so. Es ist so ein uraltes Kinderlied. Guck dir mal diese Quest hier an. Sie ist nahe an Louise. Grenze? Aha, und? Louis, ich sag ja, Louis! Das bedeutet Blanc! Blanc? Blanc? Nun, ich denke, sie meint Louis CPU. Trägt diesen Namen. Ich wusste es, Blanc ist Louis CPU. Yesi! Du siehst so glücklich aus, Snappy. Nun ja, wir kennen uns. Aber dann wieder. Ist sie vielleicht von einem Klon ersetzt? Ebenfalls von einem Klon ersetzt. Wow, du bist also befreundet mit Louis CPU? Cool. Genug mit diesem Klon-Unsinn. Und Plutia, ich weiß, dass ich dir schon gesagt habe, dass du aufhören sollst, diesen ganzen Blödsinn zu glauben. Okay, ich gehe dann und sag Hi. Noah ist sowieso eine Runterzieherin. Also eine große Runterzieherin. Also ist Blanc vielleicht besser. Entschuldige mal. Gehen und Hi zu sagen? Bleib jetzt mal hier, Missy. als ob sie ihre Mutter wäre. Ja, was auch immer, Mom. Genau, das habe ich jetzt nicht gelesen. Das war einfach nur so gesagt. Du kannst mir nicht sagen, was ich zu tun habe, tun und lassen soll. Als ob ich deine Mutter wäre.
Ich halte dich nur auf zu deinem eigenen Wohl. Wenn jemand wie du direkt in Louis' Territorium walzt, dann wer weiß, was für schreckliche Dinge mit dir passieren. Schreckliche Dinge? Du meinst keine Kabel und Tentakel wieder, nicht wahr? Diese Dinge waren das Schlimmste. Kabel und Tentakel? Erklär ihr das ja nicht. Und Plutia, kling nicht so interessiert. Warte, schon wieder? Meinst du das ernst? Ja, du hast wohl eine Menge Schlüsselpunkte in diesem Satz, nicht wahr? Sei nicht so schäbig, Noah. Du genießt deine Lobungen wohl wirklich nicht. Ich muss auf euch beide wohl ein Auge werfen, weil ihr die dümmsten Dinge sagt. Die dümmsten Dinge jetzt mal beiseite. Warum denkst du, dass es schlecht wäre, wenn ich nach Louis gehen würde? Nun, Louis, sehr mysteriös und isoliert. Uns wurde gesagt, dass wir wegbleiben sollen, also. Es ist eine isolierte Nation. Vielleicht ist sie so strikt, weil es vor langer Zeit die einzige Nation war. Es ist schon schwierig genug, diesen Ort hier zu verlassen. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass sie uns den roten Teppich ausrollen würden, ja, um da reinzukommen. Aber ich habe bisher noch nie gehört, dass irgendwelche kriminellen Machenschaften oder Skandale passiert sind. Wenn du mal drin bist, dann ist es vielleicht friedlich. Aha, also basisch gesehen. Basisch, ich weiß, basically. Das Louis, das ich es kenne, ist ein anderer Ort. Vielleicht ist Blanc extra böse. So viel bösartiger und sie flippt aus und tötet die ganze Zeit Menschen. Ich persönlich bin gegen diese Art von Politik. Und es kümmert mich nicht, was andere machen, solange sie in ihrer eigenen Nation sicher sind. Ja. Ich muss so bald wie möglich meine eigene Nation machen. Du bist die Beste, Noah. Du schaffst es, Noah, habe ich schon gelesen. Du solltest es auch härter versuchen. Also mehr versuchen. Du musst ja immer in deiner eigenen Nation am Laufen halten. Upsi, sie hat mich ausgeschimpft. Wie auch immer, das ist so, wie es hier läuft. Also sollten wir dem nicht zu nahe kommen. Außerdem, da gibt's einige andere unbestätigte Gerüchte über Louis. Unbestätigt? Hehehe. Das klingt ziemlich juicy. Sowas wie interessant. Fütter mich mehr mit diesen Gerüchten. Es ist nicht so. Außerdem, sie sind nur Gerüchte. Also, wer weiß, ob das wirklich wahr ist. Ach, was auch immer. Die Gerüchte sagen, dass Louis und die sieben Weisen alles zusammen hinter den, ja, behind the scenes, also alles aus dem Hintergrund her leiten. Oh, diese Schokoladensache. Ich denke, du hast das zuvor schon mal erwähnt. Thank you all so much for coming here today. So, well. Hey, we can't hear you at all. Can't you speak a bit louder? I'm so, so, so sorry. So, I'd like to start the Seven Changes meeting. Don't talk like a fool. She's fumbling all her words. If she thinks that kind of speech is cute at her age, yikes! At my age? Oh dear. I know I'm not exactly the youngest thing around, but... Okay, enough cutie pies. It's cruel to tease her about it too much. Can't we hurry this meeting up?
I'm a very busy man with a very busy schedule to keep. Who even called this meeting? I came a long way, so if it's about something trivial, someone's dead. The one who called today's meeting was... me. Get out of town! You? I'm sorry about that. It was impudent of me to call you all here. Enough! This meeting will drag on if you get spooked by every little comment. Still, having little Ray give us a call is rare. Something big must have happened. Yes, something has. I can't confirm the info, and I haven't gathered any evidence. But I feel it's highly credible, so... Enough procedural nonsense. Out with it. Okay. Actually, a new CPU has appeared in Planetune. What? Are you certain of this? Had appeared. Or may have appeared, it seems. Or so it feels. Speak with certainty! Speak with unbridled passion! Appeared! A new CPU appeared in Planetune! I can't be asked to believe it just yet. But if true, this is quite a conundrum. Planetune, huh? What do you make of this? Two CPUs in a nation that would topple from a single sneeze? How can I believe this? Say what you like, but it's completely true. Maybe. So, who's your informant? How'd you get this info? That's... well... Nothing like that has gotten stuck in my web of information. I hate to say it, but I highly doubt that little Ray here could get information before me. Well, that is to say... due to some profound circumstances... I will only warn you once. If you attempt to deceive me, you had better be prepared to die. There's no way I'd ever try to deceive you! That would be outrageous! Still, it needs to be verified. It's quite a shocker if true. A shock it got by me, that is. I'm sorry. How would you confirm this crap? I'd rather pick belly lint than follow up on this sketchy story. For these kinds of blue-collar situations, I think we all know who would be appropriate. Did that noisy little brat decide not to join us today? It's a welcome change of pace. Her shrieking blows my eardrums. Actually, I let her know about it before this meeting. Then she ran off without hearing the rest of my report, even though I tried to stop her. Ha! Impatient little twerp! Either way, it simplifies matters. We'll just wait for her to get back and then discuss further. So, we wait for now, huh? I hope it isn't a waste of time. And here I wanted to hurry back to the office and work late again. Oh, hey! I'm starved! When do the caterers get here? Yeah, it's only polite for the one who calls the meeting to provide the others with food! Chuck, chuck, chuck! Huh? But whenever any of you called one, there wasn't even a pitcher of water! You wanna say that again? Care to voice that complaint a bit louder? Not at all! I'll prepare something right away! Ooh, I see. These seven sages are the villains this time around. Were you really listening? Are you sure you understand? Why so skeptical? I definitely said, oh, I see. Okay, then paraphrase what I just went over with you. Ooh, I'll take this as a challenge. I'll gladly face you, player two. So, the seven whatevers don't like CPUs ruling the nations and whine a lot and say bad stuff, right? So far, so good. Therefore, I conclude that those folks are the bad guys. Ta-da! Flawless victory! You cut out the whole second half. It's not that simple. I knew you stopped paying attention. Okay. You got me. Huh? Nephi gave the wrong answer? Do you mean to say that you stopped listening to me, too? That one girl who picks on me is the Seven Sages, right? I don't like her. And you clearly only get about half of the situation, too. Fine. I'll explain again. I might even talk longer this time. So make a sandwich and listen. Aw, really?
Can we, like, mash through the boring stuff with the X button? I'm not very good at mashing. I prefer the skip function. So let's press the square button. You will listen to my plot advancing lecture! Got it? Okay. Good. The Seven Sages is a shadowy organization that gets its name from having seven head members. Their platform advocates proper laws, and they want to found a nation free from CPU governance. Of course, because they believe that, they're against the very existence of CPUs. Ever since Plutia created Planet Toon, she's been harassed by them several times. Their operations are said to have started 10 years ago. Any more info is vague and pretty sparse. As for the seven heads of the group, only one is known to the public. It's even rumored they have a hand in criminal activities behind the scenes. But there's no proof. And that thing I said about them having some connection to Louis? That's one of those rumors. But apparently, a good number of people agree with their ideals. So we can't say with 100% certainty that they're evil. So, that was a pretty amazing summary. Did you get all that? Oh! There's a picture of you two next to the definition of wasted effort. I'm so tired now. Aw, Ludi, did you hear that? Noir just gave up on us. Aw, don't give up on us. You two are so noisy. Just look up the stupid Napedia entry later. Noir, you're such an ice queen. And your explanations are so roundabout and hard to understand. That's a fact. It's easier on our noggins to call them the bad guys, the Seven Stages. The Seven Stages are bad. Seven Sages? Oh, jeez, how can you forget that name so fast? Godfunk! I found you! Whoa, who's this broad? Plutie, we have a visitor. Speak of the tiny devil. It's the meanie! Uh-huh. So you're the one. I see. Well, what's with this kid? I feel like you're unzipping my vest with your eyeballs. Ew. Wait, she's here for Neptune? Oh, in that case, sorry, but I don't feel like dealing with her. Oh, me neither. Sorry, Neppy. What? You two are gonna leave my party? Come on, don't do that! I guess you appear to be a team, but your body is so underdeveloped. All right, you're a little girl. Inconceivable. A girl smaller than me just called me a little girl. And to think they would allow such a young and naive little girl to work as a CPU. It's unjust, it's brutish, it violates international law! I'll never forgive Planet Toon. Yikes, now she's going on a tirade. What's the deal? Why do I gotta sit and nod while a little girl I don't know makes fun of me? Did you just call me a little girl? How am I little, huh? Only little girls call others names. If that's your killer comeback, you're definitely a little girl. I mean, you said it to me first. You said it again! Ugh, that's twice! I'll never forgive you for this slight! Oh. You want to challenge me to a duel? I won't lose in a cat fight. Ow! You hit me! I got hit by a stupid little girl! You're no match for me. You need about 100 years of training before you can insult me, little girl. Ah, you did it again! Ooh, Nappy is so strong. More like her opponent is embarrassingly weak. I see. Instead of arguing, she just smacked her in the mouth. No way I could have done that. I can't believe it! It's illegal to hurt little girls! You'll pay dearly for this! You just admitted to being a little girl. I guess I win. No! That was just... I knew you were just a little baby girly girl. Neffy... That might have been a bit too much gloating. She's immature, even compared to this kid. Why are you two yelling at me? You abandoned me, so I had to fight back.
I had no choice. Now, now. Don't cry. That's a good little girl. Jeez, looks like Neptune had her claws out. Oh, there's a blood smear. Poor little thing. Huh? I'm being shunned, aren't I? Don't touch me! I won't accept charity from my sworn enemies. Ouchies! Don't get an attitude. We're just trying to help. Shut your stupid mouth! I see Planetune has finally shown its true colors. You make children work, and you react violently when criticized. What a bad influence for kids! You started it. I'm not a child. You always come here, make a big fuss, and then toss around false accusations. Shut up! I'm on a mission to protect every single child in the whole wide world. That means I am in the right. Therefore, all who oppose me are big pedophiles and gross weirdos! Worst logic ever. More importantly, that woman's information was correct. I can't believe we're evenly matched. She made you cry. How is that anywhere close to even? It was a flawless victory for Neppy. Shut up, I said! Ahem! Well, I completed my investigation. You're the new CPU here, right? Ooh, has my awesome reputation reached even this little girl I've never seen before? I'm flattered, but if I get too famous, my private life will... Too much charisma is a curse! She's not a CPU. What? Noir, don't shoot me down so fast. She totally thought I was a CPU. But she's right. You can't even transform. What? Aw, not you too, Plutie. You shouldn't crush a poor little girl's dreams like that. You're not a CPU? Then how did I lose? Because you're weak. Maybe because you're weak. Less bark and bite than a doggoo. Yo! What is your name? You didn't catch it? Neptune. Neptune. I won't forget that name! Oh, hang on, kid. I think it's rude to adults when you demand a name without giving your own. Fine. I'll tell you just this once. I am the Seven Sages idol and public relations manager. You may call me Abnus. Introductory graphic text? What the heck, developers? I didn't get one when I appeared. I can't wait to talk about this in excruciating detail at the next Seven Sages meeting. If we seriously tried, we could bury this nation under regulatory red tape before you could blink. Be prepared. And there she goes. It's so not fair that she got a cool logo. She's just some weak kid. If someone like her is one of the leaders of the Seven Sages, maybe they're all pushovers. Well, if you assume they're all like that girl, sure, but we don't know anything about the others. It's so good you're here, Neppy. Every other time she comes, that girl teases me over and over. Idiots can't handle difficult conversations, thus the violence. Every tool has its use. Flatter me. Wait, that was a compliment, right? Sure, why not? She might come back to complain about what happened, so you can handle her then, Neptune. Please protect us, Neppy. Okay. It's nice to be relied on, but I feel like I'm being taken advantage of. Oh, endlich! Ich wollte schon lange Schluss machen. Ja, ziemlich viel gehört, ziemlich viel gelabert, aber ja, das lassen wir jetzt erstmal. Das war Hyperdimension Neptunia Rebirth 3 Regeneration. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!